Hallo meine Lieben, wie angekündigt habe ich heute ein Reading speziell für Seelenpartner gemacht. Und zwar habe ich gefragt, welchen Einfluss der kommende Neumond im Zeichen des Krebs jetzt auf die Seelenpaare haben könnte. Ich hatte das ja schon in meinen Sternzeichen-Videos und in den Seelengefährten-Videos gesagt, dass ich spüre, dass dieser Mond einen großen Einfluss hat. Und ja, die Legung hat es auch bestätigt. Das heißt, wenn es dich interessiert, ja, wie es jetzt speziell aussieht in deiner Partnerschaft zu deinem Seelengefährten, ja, ob du jetzt momentan mit ihm oder ihr in Kontakt stehst oder nicht, das ist vollkommen gleichgültig. Ja, aber wenn du spürst, es gibt eine Seelenverbindung zu einem Menschen und möchtest gerne wissen, wie wirkt sich dieser Neumond mit der einhergehenden Sonnenfinsternis auf die Partnerschaft aus, beziehungsweise welche Energien stellt dieser Neumond auf beiden Seiten zur Verfügung, dann kannst du gerne mein Vimeo-Video dazu anschauen. Ich stelle euch den Link in die Infobox, da brauchst du dann nur noch draufklicken und wirst zu Vimeo weitergeleitet. Ich sage euch noch ganz kurz, was ich gemacht habe, ja, ähnlich wie bei den letzten Videos zu der Mondenergie für die Seelenpartnerschaften. Ich habe hier quasi deine Seite gelegt, dort die Seite deines Gegenübers, speziell auf den Mond bezogen. Habe zuerst Lenormand-Karten erbeten, dann habe ich noch jeweils zwei Karten aus dem Rider-Waite-Tarot erbeten und ich habe dann noch, um eine Botschaft von deiner Seele an deinen Seelengefährten und umgekehrt aus dem Crystal Vision Tarot erbeten. Ja, und zum Schluss habe ich dieses Mal noch, das Deck habe ich schon lange nicht mehr benutzt, dieses Seelenpartner-Orakel verwendet und habe um eine einzige Karte gebeten, die uns nochmal sozusagen eine Überschrift über diese Mondenergie für die Seelenpartnerschaften gibt. Ja, wenn du Lust hast, würde ich mich freuen. Klick einfach den Link in der Infobox an, dann wirst du zu Vimeo geleitet und dann freue ich mich natürlich, wenn du das Video anschaust. Bis dann, deine Uli.